Herzlich willkommen zu der Show. Der Show. Der Show, der Show. Ja, wir sind... Max und Luis. Und bevor es hier so richtig crazy wird, muss ich erstmal eine Lanze brechen für meinen Mitmoderatoren. Der Max, der liebt es ja, gemeinnützig Arbeit zu machen. Und du warst doch jetzt am Wochenende im Seniorenheim, habe ich mitbekommen. Doch, ist er zu bescheiden, der Max. Der hat einen Witzeabend gemacht da im Seniorenheim. Und dann sind danach alle zu mir gekommen und haben gesagt, der Max, das ist so ein lieber Bub, der soll auch hier mal ein paar Witze erzählen. Max, jetzt mal so aus dem Stand ein paar Gags. Wie in der Schule damals dann, ne? Ja, wie in der Schule eigentlich. Also, apropos Schule. Ihr kennt das wahrscheinlich noch von damals, als ihr Referate machen musstet. Da ging es immer darum, euren Lieblingspromi, euren Lieblingsschauspieler irgendwie vorzustellen. Und ich dachte eigentlich, das gibt es nur in Deutschland, aber die Referate gibt es auch in den USA. Nämlich hat Thomas da ein Referat über seine Lieblingsschauspielerin gehalten. She is a famous actor and she was born on February 10th, 1993 in Beirut, Lebanon and moved to Montgomery County in Mia Khalifa is known for having the best skits and movies she stars in. One of her movies is one of my personal favorites. Is Mia Khalifa is coming to dinner. Na, der Thomas, ein böser, böser Junge. Ein böser, böser Bengel. Ja, und Pornos in der Schule, da hat die Lehrerin gesagt, nachsitzen, also ich auf deinem Gesicht. Und, ja, danke, mega. Und ja, ich muss sagen, damals war ich nicht so wie der Thomas. Also Frauen war damals noch nicht so mein Thema, als ich in seinem Alter war. Da sah das eher so aus. Und bleiben wir sofort beim Essen. Luis, wir sind ja eine Social Media Late Night Show. Mhm. Weißt du, was der neueste Scheiß auf Social Media ist? Nein, Max, was ist der neueste Scheiß auf Social Media? Ich sag's dir jetzt. Humus. Humus, mittlerweile nicht nur ein Insider-Tipp von grünen Wählern, sondern auch im Mainstream angekommen, weil man kann ihn essen, man kann drin baden oder man schreibt Songs drüber. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, hummus and wow, extra large falafel meal for two. Ja, ihr habt jetzt mitbekommen, Max ist der Lustige von uns beiden. Bleibt die Frage, wer bin ich eigentlich? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich laufe oft durch die Heidelberger Hauptstraße oder auch durch Supermärkte und die Leute fangen natürlich sofort zu tuscheln. Ist er das? Der sieht noch besser aus als vor der Kamera. Ja, und die Leute wissen gar nicht so, die sehen mich als Sexobjekt und wissen eigentlich gar nicht so genau, wer ich bin. Und deswegen will ich den Leuten mal einen kleinen Blick hinter die Fassade des Luis Langners geben. Viel Spaß. Hey Leute, ich bin's, euer Luis und ich glaube, ich bin euch eine Erklärung schuldig. Wer ist dieser Luis minus den 30 YouTube-Abonnenten, minus den 2000 Followern auf Instagram, minus den Mädels, dem Geld und whatever? Luis ist ein ganz normaler Junge. Je leiser ein Mensch ist, desto lauter ist es in ihm drin. Es gibt nichts Aufregenderes, als der Natur beim Erwachen zuzusehen. Frag nicht immer nach dem Sinn im Leben, gib ihm einen. Sonnenuntergang ist meine Lieblingsfarbe, danach kommt Regenbogen.
Zuflucht finde ich nur in den lyrischen Welten. Allen voran in den Werken von Max Frisch, Ernest Hemingway und die Komposition Doggy von Katja Krasavice. Natürlich bin ich nicht nur nachdenklich, sondern habe auch eine wilde Seite. Freunde sind wie Sterne. Du kannst sie nicht immer sehen, aber du weißt, sie sind immer für dich da. Wo Hass aufkommt, da droht der Untergang. Doch wo Liebe wächst, gedeiht das Leben. Stell dir in deinem Leben immer wieder dieselbe Frage. Will ich als Unikat leben oder als Kopie sterben? Ja, so siehst du aus. Okay. So sehen mich nur meine engsten Freunde. Ah, okay. Ja. Hast du da irgendwie gecuttet, geschnibbelt, irgendwie? Mit iMovie so ein bisschen, aber nicht groß was geändert. So okay. Mit iMovie habe ich dann rumgespielt. Okay, weil die Leute aus unserer Redaktion haben mir nämlich auch einen Teil des Videos geschickt, nämlich die Sachen, die man jetzt vielleicht nicht sofort gesehen hätte. Und zwar diese hier. Max, wie findest du Louis? Louis ist ein Arschloch und ich wünschte, ich müsste keine Zeit mit ihm verbringen. Noch Fragen? Können wir essen gehen? Ich hab Hunger auf Spaghetti. Gut. Die Macaron für deine kranke Oma? Nee, die habe ich zuletzt bei Max gesehen. Ja, musst du ihn mal fragen. Gut, also mach's gut. Boah, schmeckt scheiße. Boah, Pumping Louis. Bist du's? Ja. Boah, mega krass, dass ich dich hier treffe. Können wir ganz kurz ein Foto machen? Ich bin Mega-Fan. Mega-Fan. Ey, korrekt, danke dir. Okay, Bro. Ey, mega coole Show. Pass auf dich auf. Weiter. Alles klar. Solche Hurensöhne unsere Fans. Was macht der denn da? Wichser! Da klingelt was. Ich möchte mich auch nicht weiter zu äußern, denn wir wollen die Zeit nicht mit so unnötigen Fake News verschwenden. wir haben unseren ersten Gast. Unser erster Gast ist eine lokale Legende, eine Heidelberger Legende. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich schon. Linus Ripke ist heute bei uns. Und für alle, die nicht so genau wissen, wer Linus ist, haben wir hier einen kleinen Einspieler für euch. First of all, fuck your bitch in the click you claim. Westside, when we ride, come be quick with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, Puffy trying to see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark ass bitches. We keep on coming while we're running for your juice. Steady gunning, keep on busting at the fools. You know the rules. No season, go ask your homie how I'll leave you. Catch a young man. Ach, da bist du ja schon. Dosch, ne? Also Dosch, nicht Ripke. Linus Dosch. Hat Max so recherchiert. Ist nicht mein Fehler. Max, peinlich. Im ersten Interview gleich mal Namensverdreher. Tut mir leid, Linus. Dosch. Okay. Hey, geht's dir gut? Mir geht's super. Ich bin gut in Heidelberg wieder. Ja, ich hab dein Video gesehen, das mit dem Zahn. War das ein Kumpel von dir? Karius? Da ist er. Nee, ist eine ganz lustige Geschichte. Ich hab noch einen Milchzahn gehabt. Also mit Anfang 30? Mit 19, weil da kommt keiner nach. Also, es wird jetzt auch so bleiben, wenn ich kein Implantat oder irgendwas ähnliches daheim mache. Ja, also man merkt, du machst schon dumme Sachen manchmal.
Und man kennt dich ja nicht nur von deinem coolen Instagram-Kanal, sondern du bist auch ein Star, eine Rubrik in einem Podcast, nämlich von deinem Großcousin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Richtig recherchiert habe. Und ja. Und da bist du mal verloren gegangen. Was ist am deinem 19. Geburtstag so passiert? Ja, es ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Ich meine, nur mal kurz für die anderen. Paul hat das alles sehr ausgeschmückt. Und zwar bin ich nach L.A. gegangen. Paul Dusch. Paul Rübke. Okay. Und ich wollte da so ein bisschen Einblick bekommen, wie das so ist, sein Leben, sein Beruf. Und davor habe ich noch eine Reise durch China gemacht, durch Vietnam, Kambodscha. Dann dachte ich mir natürlich, das passt perfekt rein. Bin sozusagen einmal um die Welt geflogen. Mhm. Und am zweiten Tag hatte ich dann da Geburtstag. Und waren noch zwei Freunde von Paul da. André Hamann, das ist auch so jemand auf Instagram. Kennt man genau. Und noch ein enger Freund von Paul. Und wir haben eben angefangen zu trinken. Und, was habt ihr getrunken? Alkoholische Getränke? Unter anderem. Also mit Bier hat es angefangen, dann über Gin Tonic zu Absinth. Also es war so eine langsame Steigerung. Okay. Steigerung der Kurve. Und wir haben ein Spiel gespielt, das heißt Cheers Governor. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nein. Kennt man nicht. Also es ist ganz einfach, man zählt bis 21 hoch. Und anstatt 21 muss man Cheers Governor sagen. Und immer wenn man diese ganze, also man zählt das sozusagen in der Runde rum. Du sagst 1, ich sag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bla bla bla. Und bei anstatt 21 muss man Cheers Governor sagen. Und wenn man einmal diese Runde geschafft hat, darf jemand eine Regel einführen. Zum Beispiel, tausch alle 7er mit 11. Dann muss man anstatt 7, 11 sagen. Und so geht es immer weiter, bis man halt irgendwann besoffen umfällt. Klingt nach Spaß, ja. Das haben wir dann eben da gespielt. Und dann sind wir, André Hamann, Hausfreund und ich, noch in die Stadt gegangen. Weil Paul wollte nicht mit. Weiß nicht genau wieso. Und sind dann eben in einen Club gegangen, beziehungsweise sie sind in einen Club gegangen. Ich habe es irgendwie ein bisschen verkackt mit der Passport-Sache da, weil man muss ja eben 21 sein, um da in die Clubs reinzukommen. Und ja, ich war ganz schön betrunken, gebe ich jetzt offen zu. Aber ich habe dann eben vor diesem Club gewartet, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, und es kam niemand mehr raus. Mhm. Also ich habe auf die gewartet, weil die meinten, ja, wir kommen gleich wieder raus, aber es kam halt niemand raus. Dann habe ich halt zwei andere Leute kennengelernt. Ich weiß nicht, es ist echt schlimm da rübergekommen in diesem Podcast. habe ich zwei Leute kennengelernt und wir sind dann halt in die nächste Bar gegangen. Ab dann ist der Abend ein bisschen schwummrig geworden. Hatte halt auch noch kein Handy und keine Kreditkarte. Und bin dann morgens um 7.30 Uhr in der Hotellobby aufgewacht. Und habe dann halt, die etwas weiter entfernt war, aber habe dann souverän nach Hause gefunden. Und klar, es tut mir leid, dass ich dir nicht Bescheid gesagt habe, aber ich war eben auch ziemlich betrunken. Und bin dann halt da um 8 eingetrüdelt. Und hab gesagt, geh mal jetzt surfen oder was. Also, ja, es war ein bisschen assi, es tut mir leid. Ich habe mich tausendmal entschuldigt, aber... Ja, also allgemein spielst du ja eigentlich eine wiederkehrende Rolle in diesem Podcast. Und du wirst ja auch immer als etwas dümmlich dargestellt. Kann ich so nicht bezeugen. Wie findest du das? Wirst du darauf angesprochen? Also dumm würde ich jetzt auch nicht sagen. Dümmlich? Dümmlich, Also, vielleicht also schlau würde ich jetzt auch nicht sagen. Doch, schlau okay. Schon. Okay. Also ich würde mich schon als intelligent bezeichnen. Und bescheiden, ja. Und bescheiden. Aber ich es war halt auch der Alkohol hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Aber ich meine, ich studiere jetzt zum Beispiel Medizin. Ich glaube, da kann man auch nicht unglaublich dumm sein dafür. Und auch so, ich bin jetzt nicht ungeschickt oder so. Ich habe jetzt auch ein bisschen technisch was drauf. Ja, so schon, aber ich sag nur, im Podcast. Genau, ich werde da so ein bisschen als Posterchild für diese dumme Generation genommen, die jetzt kommt, die nur chillt und was weiß ich was macht. Und ich meine, Paul ist unglaublich aktiv, ist unglaublich. Der hat so viel Energie, der macht den ganzen Tag irgendwas. Mhm. Und viele Leute wachen erstmal auf, schauen sich, was weiß ich, eine Serie an, schauen sich einen Film an, schauen sich YouTube an. Der ist so aktiv, der macht den ganzen Tag was. Und ich finde es super. Und ich habe mir das auch vorgenommen, dass ich das selbst. Auch mehr machen werde und ich schlafe auch weniger zum Beispiel, ich mache ein bisschen mehr aktives Zeug, ich mache ja immer mal wieder so ein Video da, Video hier, aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen unfair, dass ich da so ein bisschen als Überkategorie genommen wurde, als schlechte Generation, die jetzt kommen wird, aber ich glaube, das gibt mir eher so einen kleinen Push, jetzt ein bisschen in die Federn zu kommen. Du hast Paul auch was Kleines mitgebracht. Ich habe Paul was Kleines mitgemacht, ich dachte mir, ich kann nicht ewig ohne Statement bleiben. Aha.
Weil, wie gesagt, ich fand den Podcast schon ein bisschen hart. Aber hab dann gedacht, ich bringe jetzt eine Reaktion in Liedform. Ja, hier überlegt. Ja, lieber Paul, wenn du zuschaust, das ist für dich von deinem Cousin Linus. Big Doch. L. Big L. Paul Riebke, 28 blaue Augen, wohl eher 56 und McDonald's ist sein Glauben. Birkenstock, Fototasche, Spießer, Heckenträger, steckt bei Promis im Arsch wie ein Fieberthermometer. Stutz mal deinen Bart, du stotterst da so rein, was für roter Teppich, du gehörst ins Obdachlosenheim. Weil ich keinen Respekt hab, nicht vor dir, nicht vor Joko. Wer ist der Fettsack, wo ist der reale Masimoto? Der arme Fotograf, du denkst, du bist hier oben. Doch heute holt dich Linus auf den Boden. Du Hängebauchschwein, warst damals fast im Knast. Aber nicht mal das hast du geschafft. Ich brauch keinen Rapperfreund, ich hol mir selbst die Million. Zum Glück hat deine Cam keine Selfie-Funktion. Ich liebe mein Leben, ich liebe meine Gang. Ich schneide deine Videos und sehe keinen Cent. Da ist ein graues Haar, ach nee, ein ganzer Haufen. Du bist so alt, du gehst nicht mal mit mir saufen. Stattdessen krieg ich zum Geburtstag einen Haufen Flaschen, die es nicht mal schaffen, auf mich aufzupassen. Einmal gekifft und du denkst, dass du härter bist. Du wirst grad live von deinem eigenen Cousin gefickt. Paul hat die Weiber, alle nackt da am Start. Doch wie immer ist er dabei nur der dicke Fotograf. Du bist in deinen 50ern und machst auf Disco Poro. Party im Seniorenheim mit Urgroßvater Joko. Kurzer Kommentar zu der Scheiße auf deinem Podcast. Ich war bei dir und ich weiß, was du dein Blog nennst. Newport Beach hat der Ripke seine Wohnung. Auf Bodenständigkeit legt der Fotograf Betonung. Und ich hau ab, weil ich besoffen bin. Und er schiebt Panik, wie wenn Burger King geschlossen ist. Ich mach dich platt wie ne Frisbee. I do not want to work for Ripke. Was ne Kacksendung, unendlich schlecht. Passt zu jemandem, der kurzfristig rappt. Es ist dieser Paul Riebke, der täglich 10 Kilo Edelrind in sein Maul schickte. Du willst was starten, doch das Girl von Tinder pennt schon. Klar bist du beide Zone, und zwar in the Friendzone. Ich schau in deiner Kamera, da ist nix. Außer Joko Winter, Scheiß, Big Pigs. Martin und du sind wie Asterix und Obelix. Paul flog mit Maul in den Kessel voller Schokomilch. Durch Arschkriechen hast du was mit Rappern zu tun. Mach die Bühne frei, dein Cousin ist besser als du. Neandertaler Face macht auf Knastrapper. Aber trägt die Yeezys wie ein Achtklässler. Ich chill im Gym, du in Weedshops. Ich warte auf die Chicks, du auf Supreme Drops. Die Höchststrafe ist, ihm auf Insta zu entfolgen. Oder ihn zu zwingen, seine Pizza zu vergeulen. Auch Speck und Falten, davon hat der Ripke viel von. Denn Sixpack gibt's bei dem Sack nur in Bierform. Ich bin cool, ich mach Stage Dive in Tokio. Du bist cool, du machst FaceTime mit Joko. Keine Hektik, Paul Ripke sitzt am Laptop. Kleiner Keim und war schon immer sein Sexgott. Früher meinte Mutter werde ich. Heute sitz ich in deinem Jeep und es ist herrlich. Harte Bandagen. Also mir hat es sehr gut gefallen. Paul, vielleicht hast du ja zugeschaut. Liebe Grüße. Vielleicht gibt es auch ein Statement von dir. Irgendwann mal zum Linus. Und ja. Hat der was mit Rap zu tun, der Paul? Tatsächlich. Also okay. Ich habe ja auch in einer Line erwähnt, dass er kurpfälzisch rappt. Also der hat auch immer mal wieder sehr musikalische Töne. Okay. Super musikalisch. Hat früher auch mal gedjayed und hier gescratcht und so weiter und so fort. In Heidelberg? Im Heidelberger Schwimmbadclub tatsächlich. Linus, ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir zwei kennen uns ja schon ein bisschen länger, Linus und ich. Wir haben zusammen Fußball gespielt. Ich glaube, das können wir hier auch offenlegen. Wir haben sehr erfolgreich zusammen Fußball Richtig. Gespielt. Hatten dann auch Angebote. Ich hatte mich dann ja verletzt. Du hast ja noch ein bisschen weitergespielt. Und du hättest es fast ins aktuelle Sportstudio geschafft. Wie kam es denn dazu? Wie hast du es dann fast ins aktuelle Sportstudio geschafft? Ja, das war, ich war natürlich, ich bin Innenverteidiger übrigens, Innenverteidiger, Außenverteidiger, also war ich nicht sehr häufig vorm Tor. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, wenn, dann richtig. Und dann habe ich einen sogenannten, ich weiß nicht mehr, wie die Headline war, irgendwie Halbvolley-Lupfer gemacht. Und ich fand es eigentlich ein bisschen assi. Ich wurde nie gefragt, ob das jetzt irgendwie eingeschickt wird oder nicht. Aber dann hat halt unser Mediabeauftragter, unser Medienbeauftragter. Genau, das ins aktuelle Sportstudio oder fußball.de irgendwas, ja. Irgendeine Abstimmung geschickt.
Und da ging es halt, ob ich jetzt bei dieser Torwand da schießen darf. Ja, ich war eh in China zu der Zeit, also ich hätte eh nicht kommen können. Aber war auf jeden Fall lustig. Ja, hast du ihn schön reingemummelt. Es war auch, ich habe ihn eigentlich im Schienbein getroffen. Er war unabsichtlich, aber gut. Von Linus, schwierig eine Überleitung zu Max zu finden. Ich war auch Sportler. Aber die Sendung dauert jetzt schon die eine oder andere Minute. Und Max braucht alle 20 Minuten was zu essen, hat sein Arzt ihm verschrieben. Und Max, du hast uns heute dein Lieblingsessen mitgebracht. Ja. Was hast du denn mitgebracht heute? Ich habe Currywurst mit dabei, von der Schranke. Wird super. Ganz klassische Currywurst oder wie ist dein Currywurstrezept, Max? Wurst? Ja. Mit Curry? Okay. Ketchup? Ja. Und dann noch die Geheimzutat Liebe. Und dann, was du noch irgendwie in die Finger kriegst. Ja, viele wissen es ja nicht. Ich habe Latino-Wurzeln. Ich mag es extrem scharf in meinem Essen. Max mag das nicht so, aber ich habe mir gedacht, ich nehme den Max mal mit an die Hand heute. Und ja, wir fangen soft an mit der schärfsten Currywurst der Welt. Wir haben Currywurst hier. Max hat Currywurst vorbereitet für Linus, für ihn selber und für mich. Und ja, Linus, du hast was mitgebracht. Ja, richtig, ich dachte mir, hier, wenn schon, denn schon. Ich habe nämlich Puder mitgebracht. Die schärfste Chili der Welt, die Carolina Reaper Chili. Vielleicht mal in die Kamera reinhalten, dass nicht gesagt wird, wir mogeln. Genau. Carolina, dass wir das mal drauf bekommen. Regie, dass wir mal drauf gehen vielleicht kurz. Extrem scharf. Regie, haben wir's? Regie? Kein Angst. Kontakt mit Augen oder Schleimhauten. Schleuten. Ja. Gibt's ja kaum im Mund. Gibt's ja kaum im Mund, richtig. Das lernt man übrigens in dem Medizinstudium. Jetzt. Okay, gut. Und ich habe davon ein bisschen mitgebracht. Ich dachte mir, jeder kriegt ein bisschen davon. Ich habe gehört, dass man dafür einen Atemnot bekommen kann. Wäre ganz lustig. Ja, probieren wir es aus. Wär ein cooles Video, wenn der Krankenwagen kommt. Wir haben alles da. Wir haben alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Wir haben Milch da. Mehr Sicherheitsvorkehrungen brauchen wir nicht. Linus, von dir vielleicht nochmal in die Kamera aus versicherungstechnischen Gründen. Du willst diese Currywurst. Ich hab das ja mitgebracht. Ja, du willst diese Currywurst auch essen. Ich hab auch echt Hunger. Also wir zwingen dich da nicht zu. Du hast echt Hunger. Also wir haben hier auch schon, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das ist unser Serviervorschlag. Wir haben da jetzt auch schon so ein bisschen Soße dran gemacht. Das klebt. Die hat Zeit zu atmen gehabt, die Currywurst. Die liegt jetzt hier schon 2, 3, 4 Stunden. Und ja, Linus, walte deines Amtes. Ich gebe dir jetzt mal... erstmal gebe ich dir die Portion von Max, da kannst du vielleicht ein bisschen was drauf machen. Und meine Portion. Ach so, du willst auch ein bisschen was? Ich natürlich. So. Ich will ja kein Arschloch sein. Wenn du da durch musst, dann muss ich da auch durch. Okay, Max, wie viel willst du? Nix. Wirklich? Ja, wie viel? Das geht schon. Ich würde es mal hier hin machen, dann dippst du so rein. Ich dipp rein, ja. So, ja. Dankeschön. Oh, Spaß! Bei mir nicht so viel und mach's mal nebendran. Ich werde es dann schon gut reintunken. Ich lasse dich auch dippen. Okay. Ein bisschen wird noch gekräuselt oben drauf. So. Und du hattest ja Hunger, Linus. Du hast Hunger. Und wir sind gastfreundlich in Baden und der Pfalz. Ja, bei mir muss schon ein bisschen was Duft da. Die Scheiße, sonst Alter. Macht das ja keinen Sinn. Ganz oder gar nicht. Das Motto sein. Ein bisschen gehen noch. Also, nochmal in die Kamera rein, sag. Nochmal in die Kamera rein, Linus. Du. Mein Essen, ich will es essen. Sieht köstlich aus. Essen. Und dann würde ich vorschlagen. Haben wir noch Piekser? Haben wir noch Piekser? Wenn ja, kann man den vielleicht zuwerfen. Weil ich habe tatsächlich Angst, dass ich mir danach ins Auge reibe. Tja. Ja, das wäre auch meine größte Sorge. Mal reingehen. Hier, oh, da ist hier auch noch beweismäßig. Ist noch ein bisschen Soße dran. Wir haben es nämlich mit der Soße reingemacht. Also dann kannst du noch ein bisschen... Es riecht so krank. Also meine Nase ist wieder offen. Linus, ich stelle schon mal die Milch hin. Ich lasse jetzt erstmal, ich würde sagen, der Max fängt an. Der hat vorhin nämlich ganz großspurig angekündigt, Schärfe und ich. So sind wir. Da bin ich jetzt mal gespannt, Max. Also,
Lass dir schmecken. Vielleicht auch mal in die Kamera reintippen, so ein bisschen in die Chili. Also, sag mal, Max. Bitte. Da ist ja auch letztens jemand gestorben dran. Ach, du bist so ein... Okay, kratz schon wieder weg. Nee, komm. Na, Max. Ey, da ist ja noch drauf. Max, Leute sehen. Max, the Max. Also, erstmal kurz abwarten, weil wenn er jetzt wirklich kotzen müsste, dann nehmen wir das natürlich nicht. Das wäre schade. Oh mein Gott. Geht. Ist es scharf? Aber es schmeckt. Leck mal nochmal ab, Dammchen. Ja, Linus, hau du mal rein. Ich glaube, der Max. Geht's? Geht, okay. So gut. Oh, Alter. Linus? Aber ich hab, ich esse immer Indisch mit meinem neuen Mitbewohner. Aber gib mir mal die Bild. Und der isst gerne scharf. Also ich glaube, mir wird das jetzt gut schmecken. Okay, Linus, dann... Würzig. Würzig? Mhm. Oh. Oh, ist die gut. Oh. Mmh. Alter, kannst du das essen? Oh. Oh. Es ist eine gute Currywurst. Wo hast du die? Metzger? Vom Max. Also ich glaube, der Max hat es mir vorhin erzählt, der macht da Thymian teilweise auch dran. Rosmarin. Rosmarin ist da dran. Boah. Und richtig... Ist richtig, das scharf, Linus? Ich finde es richtig, richtig, richtig gut. Hm? Den sollte ich nochmal nehmen, oder? Nee, warte, du stirbst. Den nehme ich nochmal mit. Den nehme ich, den ist der letzte. Den ich jetzt noch. Aber ich finde es noch nicht so. Hey, und vor allem jetzt nochmal in die Kamera. Scharf. In die Kamera, es ist wirklich Carolina. Hör auf! Es ist wirklich Carolina Reaper. Hör auf! Also. Es ist die echte Chili, wir haben euch nicht verarscht. Oh. Ist richtig unhöflich, ein Geilkrank. Das Dumme ist, gerade ging's wieder. Jetzt kommt es noch. Hab ich noch ein Stück von der Currywurst im Zahn gefunden und jetzt wieder alles da. Oh. Ja, Das war unsere erste Sendung. Ja, Linus, dann bleibt man die Spucke weg, ja? Glaub, so gut war die. Ich hoffe, die hat's genau... Fuck! Ich hoffe, Junge, ist das krankhaft. Haben wir ein Taschentuch? Ja, warte. Wir haben ein Taschentuch. Digga! Linus, ey, hast du nicht... du bist so ein Spaß. Isst du deine auch noch? Ich esse meine Currywurst auch noch zum Abschluss. Ich nehm's nicht in die Hand, ich mach's mit dem Mund. Linus, ich hoffe, dir hat's genauso viel Spaß gemacht. Digga, es macht mir wirklich gerade keinen Bock mehr. Es ist ja absolut krank. Oh, scheiße. Ja, was sollen wir sagen? Like das Video. Lasst uns Kommentare unten drunter. Daumen nach oben bei unsere erste Sendung. Vielleicht ist es noch nicht perfekt. Nächste Woche wird es noch ein Ticken besser. Linus, wie heißt du auf Instagram? Wo kann man dir folgen? Eine fucking 50. Linus 51. Folgt ein Linus. Mit Y. Mit Y. Ja. Danke fürs Anschauen und bis nächste Woche. Nächste Woche kochen wir Spiegelei. Ohne mich, Alter, ihr Ficker. Oh, fuck. Alter, ist das scharf. Ich muss auch was trinken. Oh, was ist das?